Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Apfeltalk Live Late Night nach der Sommerpause. Und ihr werdet merken, es ist doch schwieriger, die richtige Zählung zu machen als so Fake-Nummern. Aber ich dachte, wir machen das jetzt mal richtig. Denn vielleicht kommen wir dann ja mal auf die hohen Zahlen, die wir damals noch genannt haben. Herzlich willkommen, Jesper. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Danke, danke. Ich freue mich immer, hier am Freitag zu sitzen. Letzten Freitag ging es ja nicht. Da waren wir beide weit beschäftigt. Und ich finde das übrigens sehr klug. Das hast du gerade eben gemacht, ohne dass ich das wusste, eben eine richtige Zählung anzusetzen. Weil irgendwie die Fantasienummer wirklich sehr, sehr schwierig da ist irgendwie. Ist zwar lustig, aber bringt uns nicht voran. Nee, also wir zählen jetzt. Also seit der Sommerpause zählen wir jetzt von vorne. Wir machen das ja wie amerikanische Fernsehserien. Wir machen Staffeln. Das ist jetzt die zweite Staffel. Genau. Dritte Folge. Also Season 02, Episode 03. Okay. Ja, aber darüber wollen wir gar nicht reden. Wir wollen zunächst mal sagen, heute muss ich leider wieder selber den Twitter-Channel monitoren, weil der gute Martin Wendel, der das letzte Woche für uns gemacht hat, hat jetzt Urlaub. Sei ihm gegönnt, sei ihm gegönnt. sei ihm wirklich gegönnt. Und deswegen gucke ich ab und zu mal, aber ich habe inzwischen festgestellt, man wird ja nicht jünger, wie ich bei diesem Twitter-Client die Schrift vergrößern kann, die Schriftgröße einstellen kann. Jetzt kann ich das von hier lesen, muss mir nicht mal vorbeugen. Also, es gab schon ein paar Sachen von zum Beispiel Alexandra Potter, die schrieb gerade, ATLN gleich live mit Jesfro, der sabbernd auf seinen Mac Pro wartet und MC Ryan mit seiner alten Handys. Kevin schreibt ganz entspannt ATLN gucken, gute Themen heute. Und Raymond K. Larum schreibt, jetzt einschalten, live dabei sein. Forces NX schreibt, schönen Abend an alle Apfeltalker, natürlich auch an das Apfeltalk-Team, Michael Jesper und unsere super Kamerafrau. Ja, also an dich, Kerstin, du seist auch gegrüßt. Kerstin macht hier alles. Es heißt ja immer Frauen in die Technik, das haben wir wirklich verwirklicht. Kerstin macht hier alles, was mit Technik zu tun hat. Ist sozusagen auch die vierfache Kamerafrau. Ja. Also nicht nur eine Kamera, sondern alle vier und dann auch noch die Bildregie. Richtig. Und ja, wir fühlen uns gut aufgehoben und gut abgeholt. Cooper schreibt, hallo, ich bin das Apfelband. Und zwar schreibt er das deshalb, weil wenn ihr das mit unserem Hashtag macht, das da heißt ATLN, also Hashtag ATLN, dann landet das ja da oben auf dem Band. Ne? Aus deswegen, Lingen wird auch zugeschaut. Ja, Kai Reis schreibt, guten Abend aus Lingen. Dosenwurst schreibt, Grüß wieder an alle bei ATLN. Also das haben wir abgehakt. Letzte Woche waren wir nicht live, das haben wir auch abgehakt. Wir fangen diese Woche, bevor wir uns auf die doch zahlreichen Themen stürzen, mal kurz mit dem Fundstück der Woche an. Und zwar steht uns ja eine Keynote bevor und Apple wird neue Produkte vorstellen. Wir wissen noch nicht das Thema und auch das Datum und noch nicht genau wann. Aber ich habe durch, wie immer, gute Quellen, die ich ja habe, in die Branche, auch nach China, habe ich bereits eins der kommenden Apple-Produkte bekommen. Und das haben wir hier im Studio. Ja. Eine Weltpremiere. Hier ist es. Apple wird kleine Laptops rausbringen. Netzwerkanschluss, USB, sage ich mal, 3.0 mit SD-Karte und Soundanschlüsse. Auch ein OS X ist da drauf. Das sind die neuen Apple-Laptops. Genau. Man sieht also kaum gefälscht. Nee, die gibt es auch mit anderen Aufklebern, zum Beispiel Dell-Aufkleber. Man kann ihn auch in diesem Fall ganz aufklappen, dann wird er zu einem iPad mit Tastatur. Genau. Perfekt. So, das Display ist eigentlich sogar gar nicht schlecht. Guck mal, es wird kaum schlechter, wenn man es von der Seite, allerdings wenn man von oben und unten guckt, wird es doch sehr schnell sehr schlecht. Ja. Nein, also Scherz beiseite. Das ist das Fundstück der Woche, ist ein sogenannter Allfine 7 Zoll Netbook. Und was da drauf läuft, ist natürlich nicht OS X. Das ist zwar ein Hintergrundbild von einem OS X. Es ist ein Windows CE. Mhm. Bevor es Windows Mobile gab, gab es Windows CE. Und immerhin mit deutscher Tastatur und auch einigen sehr interessanten Programmen. Und ich habe gerade gesehen, so Löcher zum Durchgucken. Löcher zum Durchgucken? Beim Scharnier. Achso, ja, dann kann man durchgucken. Und es hat Wi-Fi. Mhm. Das kann man jetzt zwar nicht sehen, aber man könnte damit, ihr seht die ganzen Programme, Internet Explorer ist drauf. Wahnsinn. Putty, ein sehr beliebtes Tool bei Windows-Nutzern und eine relativ normale Tastatur. Das ganze Ding hat mal 79 Euro gekostet. Und das Apple-Klebe-Logo habe ich da natürlich drauf. Es sieht eigentlich so aus, als ob es aus einer Zeit stammen würde, wo man noch in D-Mark zahlen sollte. Nein, das stimmt nicht. Es waren 79 Euro. Ja. Die Dinger, das stimmt aber gar nicht. Die Dinger gibt es tatsächlich im Moment gerade wieder bei eBay, haufenweise allerdings mit Android-Betriebssystem. Mhm. Die sehen genauso aus,
Und da kannst du, da ist dann ein Android drauf mit, allerdings tatsächlich eben ist es dann ein Handy-Betriebssystem, aber du kannst da ganz normal. Ich meine auch nur surfen. Designerisch sieht es ein bisschen das ist sehr retro, aus ne? wie aus dem Vorjahr. Wobei Apple hatte doch schwarze Laptops. So ist ja, es sicher, aber das ist ja nicht einfach nur schwarz, das hat ja auch noch eine Form. Also es hat eine Form. So eine Art stimmt. Form. Sagt man, ja. Okay. Immerhin drei USB-Anschlüsse. Und es geht. Also es geht. Es funktioniert, wollte ich sagen. Hier schreibt Benny Schmidt, das Teil sieht aus wie ein Nintendo DS. Ja, nicht ganz, aber doch, stimmt, eigentlich schon. Ja, es wird heiß, ist der Bildschirm, der sich aufheizt. Markus H. schreibt, der Termin ist am 10.09. Markus, das wissen wir doch, es war nur ein Spaß. Elektronikduft. So, während Jesper da ein wenig schnüffelt, machen wir mit unseren Themen weiter. Heute mal ausgedruckt, damit wir auch alles wirklich schaffen, was wir heute vorhaben. Wir reden heute viel über Steve Jobs. Das muss sein, wenn man über Apple redet. Ist ja. Halt so. Ja, ja. Immer noch. Immer noch. Und es wird auch immer so sein, weil er ja nun mal diese Firma mehrfach geprägt hat. Steve Jobs hat in der letzten Woche, glaube ich, war das. Ich muss kurz, jetzt muss ich doch kurz vorbeugen, tut mir leid. Aber auch hier kann ich die Schrift größer machen. Irgendwie geht das. Aber, ja, genau so. Steve Jobs gehört jetzt, das ist eigentlich das, was ich zeigen wollte, genau. Steve Jobs gehört jetzt in einen elitären Club, posthum sozusagen. Und zwar, da gibt es derzeit nur 250 Menschen, die Disney Legends genannt. Ja, Disney Legend Award wird verliehen an Leute, die sich in irgendeiner Form für die Firma Disney verdient gemacht haben. Und selbstverständlich zählt Steve Jobs dazu. Das wird hier auch oder auf der Verleihung haben hohe, ranghohe Personen von Disney eben laudiert, sage ich mal. Und teilweise ganz sehr emotional. Besonders Lasseter, der, ja, der Vater von Toy Story zum Beispiel, ja. Der hat diese Filme produziert mit Pixar. Entschuldige, kurze Zwischenfrage. War Toy Story nicht der erste abendfüllende Computeranimationsfilm? Erste Feature-Film mit 3D-Computergrafik animiert. Und dieser John, dieser Lasseter, der kommt eben von dieser Lucas-Firma, die, Steve damals gekauft hat. LucasArts. Und war damals so ein Animator, er hat das auch in der Rede, stimmt, die übrigens sehr emotional und solltet sehenswert ihr euch angucken, ist. Uns auf der Seite. Genau, hier als, ist als auch Video gesagt, verlinkt. Wie sein erstes Treffen mit Steve Jobs ausgesehen hat und was Steve Jobs mit seinem Erfindergeist und vor allem mit dem Blick auf die Dinge, die er so pflegte, auch mit dieser Firma Pixar dann geleistet hat. Oder das wozu ja, er die angetrieben hat, ja, sagen wir mal so. Ja. Das war ja in der Zeit, als er bei Apple quasi rausgeflogen war oder was auch immer war. Dann hat er ja, ist ja bei Pixar, hat er ja Pixar. Ja, es war sogar so, ursprünglich wollte er, dass Apple Pixar kauft. Ja. Oder nicht Pixar kauft, sondern diese Einheit aus LucasArts herauskauft. Ja. Da war aber das Board nicht so mit einverstanden. Ja. Und dann kurz danach hat auch Steve tatsächlich Apple verlassen. Und ist dann später nochmal drauf zugekommen, hat das dann selbst gemacht. Ja. Also dann hat es selbst gekauft. Ja. Und lange Zeit dann eben parallel Pixar und Next betrieben. Und als es dann, als Next dann an Apple verkauft wurde, hat er sogar Lasseter darum gefragt, oder ob er zurück ob er das darf. Ne? Das hat er ganz, da hat er wirklich kurz gestockt, als er das sagte, so nach dem Motto, das war so klar, macht das, ne? Aber so sehr emotional. Er hat ja, Lester hat ja einen Bruder verloren durch AIDS und hat dann in dieser Rede gesagt, Steve Jobs wäre sein Bruder geworden. Also es ist wirklich so ein Moment, wo man gut, die Amerikaner machen das ja auch gerne so ein bisschen emotional, aber das war wirklich, man hat gemerkt, das hat ihn sehr tief berührt, dass er jetzt sein Bruder ist sozusagen. Ne? Ja. Also sehenswert, unbedingt gucken. Unbedingt gucken, ist auch nicht lang, 15 Minuten kann man sich kurz reinziehen. Ist auf unserer Seite natürlich verlinkt. Und ist ein ganz toller Award. Damit ist man, denn Disney ist ja nun mal eine der größten Unterhaltungskonzerne der Welt. Genau, und nebenbei hat eben Pixar dafür gesorgt, dass Walt Disney Filme auch dort bleiben, in dieser Liga. Ja. Denn die Pixar-Filme sind einfach, also diese 3D-Feature-Filme, die sind einfach herausragend, wenn man das mit anderen Filmen auch vergleicht. Ja. Und sie sind immer Kassenschlager. Immer gewesen, Das liegt einfach daran, dass sie
nicht nur technisch gut sind, sondern auch emotional unheimlich gut sind und die Storys gut sind. Darauf wird immer wahnsinnig geachtet. So ein Film dauert im Schnitt in der Produktion circa 4 Jahre. Ehrlich? Wow. Da wird jede Menge Arbeit reingesteckt. Und das ist wahrscheinlich nicht wegen des Renderns oder so. Ne? Nee, das ist wahrscheinlich der kleinste Teil. Nee, es wird also das Animieren natürlich. Ne? Ja. Und 1000 Mal wird die Story wieder umgeschmissen. Ja, natürlich. Das Wichtigste, wirklich, das Kern des Ganzen ist natürlich die Story. Das wird häufig vergessen bei anderen Filmen. Und dann wird plötzlich die Technik wichtiger bei anderen Produktionen. Ja. Ja. Und da ist es ganz wichtig, dass es so ein Einklang ist. Also Technik ist super herausragend, Animation ist toll, die Story ist gut. Ja. Ja, und ich kann mir vorstellen, und damit sind wir dann auch durch mit dem Thema, dass wenn das bei einem echten Film, also mit realen Schauspielern, hast du die Szene halt gedreht, wie sie sind. Und dann kriegst du die Leute auch nicht wieder zusammen und dann musst du das so nehmen. Und bei so einem animierten Film kannst du sagen, komm, wir haben die Story nochmal umgeändert. Ja. Und dann fummelst du an den Szenen so lange rum, bis die eben perfekt sind. Und bei manchen Filmen merkst du das auch, wie die Animateure einfach Spaß haben. Ja. Auch jetzt sind die Tools natürlich inzwischen auch perfekt. Du kannst einfach dich ausleben. Mhm. Und es passieren so viele Dinge bei diesen Filmen. Also ich liebe diese Filme. Ich gucke die sehr gerne. Zum Abschluss das noch. Steve Jobs hat auch wohl zu John Lasseter gesagt, wenn wir was machen mit Apple, dann schaffen wir einen Computer und der hat eine Lebenszeit von 3 bis 5 Jahren maximal. Wenn du deinen Job richtig machst, dann bleibt das für immer. Zum Beispiel Toy Story, für immer, Monster AG. Und so ist es ja auch. So ist es doch auch. Also alle großen Kinofilme sind Werke für die Ewigkeit. Genau. Ne? Das ist schon so. Ne? Da gibt es auch viele Filme, die sind nicht Werke für die Ewigkeit, aber gerade die Pixar-Sachen, die werden immer bleiben. Gut, wir reden weiter über, also das Thema unserer Sendung ist heute ja End of Pro. Das ist sozusagen ein Seitenaspekt, über den wir auch gleich reden werden, damit du noch zum Sabbern kommst. Nee, ich sabber nicht heute. Na, wer weiß. Ich habe hier schon meinen Mac Pro, habe ich ja auch schon. Ne? Stimmt. Ach, der alte Witz ist so schön, dass es immer noch klappt. Ihr könnt uns schreiben an #ATLN und das läuft dann da oben durch. Wir reden über den nächsten Punkt, Steve Jobs, und zwar, der ist auf der Liste dummerweise ganz unten. Wir haben ja hier jetzt so Themenliste, oder fast ganz unten. Denn heute ist der Kinostart des Films Jobs über Steve Jobs mit Ashton Kutcher. Heute Kinostart in den USA und da die ja sozusagen, die Ostküste ist ja zum Beispiel 6 Stunden zurück, da ist es gerade mal 15 Uhr nachmittags, das heißt, er ist noch nicht angelaufen. Wenn er in Los Angeles Premiere hat, sind sie 9 Stunden zurück. Das heißt, da schlafen die noch quasi. Gut, wie du das machst. Guten Abend, liebe Zusch. Genau. Ich wusste, dass du den Gag bringen wirst. Also heute Kinostart des Apple-Films. Dummerweise ist noch nicht bekannt, wann er in Deutschland in die Kinos kommt. Ob er überhaupt in die Kinos kommt. Möglicherweise gibt es ihn auch nur auf Blu-ray und DVD. Das werden wir dann sehen. So, zum nächsten Punkt mit Steve Jobs. Wir hecheln also durch, aber es ist eben tatsächlich so. Heute ist Steve Jobs Tag. Ist irgendwie schon so. Ne? Müsste man auch einführen. Es gibt ja einen Tag des Bieres, einen Tag des Baumes. Nein, egal. Apple ohne Steve Jobs. Nun sind wir im Jahr 3. Wir sind noch im Jahr 2 ohne Steve Jobs. Ne? 2011 gestorben, aber wir nähern uns dem beginnenden dritten Jahr. Und diese berühmten Analysten und in dem Falle Larry Ellison, der ist ja nun mal CEO bei Oracle, der hat sehr plakativ dargestellt, wie es Apple ohne Steve Jobs geht. Er hat es wirklich so mit der Hand gemacht, Apple mit Steve Jobs. Am Anfang, ne, von 76 an. Genau. Dann kam der Rausschmiss, nenne ich ihn mal. Ne, so 85. Absturz von Apple. Dann kam Steve Jobs zurück so, und dann begann ja die Zeit mit den ganzen iPhones und so weiter. Wieder oben und jetzt ist Steve Jobs wieder weg. Und dann sagt er so, was, logisch, was passieren muss. Ne? Apple geht wieder runter. Ich frage mal so, wie seht ihr das? Ist das so eine Wellenbewegung? Also ist ja jetzt zu Ende die Wellenbewegung, aber war es ja mit Steve Jobs. Und wird es jetzt tatsächlich runtergehen und wird es vielleicht auch irgendwann mal wieder hochgehen? Schreibt uns an unseren Hashtag oder in den Kommentar-Thread auf unserer Live-Seite. Bei der Twitter sagt gerade Werner Kraus, hey, da ist ein Pluto hinten im Regal, passt ja zu Disney. Pluto kommt auch aus Disneyland, habe ich da mitgebracht.
frei. Manuel schreibt schöne Grüße aus Kreta. Leider ruckelt bei mir der Stream etwas, da unser Hotel nicht die schnellste Anbindung hat. Sorry, aber du kannst dir das in Ruhe angucken. Wir zeichnen es ja auf und morgen Vormittag gibt es das bei YouTube. Und dann kannst du es vielleicht ruckelfreier angucken. Ja, also Apple ohne Steve Jobs. Interessant ist, eigentlich in den etwas mehr als 30 Jahren Apple hat es wirklich so ziemlich konsequent 10 Jahre Apple mit Steve Jobs gegeben. Ja. Dann 10 Jahre ohne Steve Jobs und dann wieder 10 Jahre mit Steve Jobs. Das ist also interessant, ne? Dass solche Sachen immer so aufkommen plötzlich. Ja, ich bin der Meinung, dass man das nicht so ohne weiteres vergleichen kann, die Zeit damals. Da war Apple zwar auch ein großes Unternehmen, aber trotzdem sich befindlich in so einer Art Neuaufbruch, Nischenstadium. Ja. Selbst mit der Veröffentlichung des Macintosh war man nicht Number One in der Welt. Ja, klar. Und das ist ja jetzt anders. Man hat also ganz anders aufgestellt. Man hat andere damals. Produkte jetzt schon. Ne? Andere Produkte. Mehr. Und es sind natürlich viel mehr fähige Leute auch da. Jetzt wird dennoch. Du meinst, das Team ist an sich ist größer. Team ist größer, also auf breitere Schultern aufgestellt. Denkbar ist, dass es vielleicht einfach auch Streitereien geben könnte, wenn viele Leute was zu entscheiden haben. Natürlich ist auch Cook nicht so der Leader, hat man so den Eindruck. Ne? Das ist nicht so der knallharte Typ oder das, was Steve Jobs ja so nachgesagt wurde, dass er so super fies gewesen sein soll gegenüber seinen Mitarbeitern, aber auch die Leute immer so gepusht hat und auf die Spur gebracht hat. Ja. Das traut man, wenn man den Cook sieht, nicht so zu. Und Steve Jobs eigentlich später auch nicht mehr. Ne? Also, dass der jetzt so ein harter Hund gewesen sein soll, das fällt immer schwer, das zu glauben, obwohl man das eigentlich weiß. Und das ist auch tatsächlich auch durch viele Filme, auch durch die Biografie belegt. Also, es gab mal so einen Moment bei einer Keynote, aber ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt, wo dieses WLAN da langsam wurde. Und da blitzte mal so raus, wie der sein kann, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es ist, wo er dann sagte, ey Leute, schaltet jetzt bitte alle euer WLAN ab, sonst machen wir hier Schluss. Oder so, wenn sagen wir mal, sein Keynote-Bedienelement da, seine Fernbedienung nicht funktionierte, hat man auch Angst gehabt, dass demnächst hinter der Bühne das war da auch immer so, dass dann irgendwie Hundertschaften entlassen werden. Hier kommen ein paar Kommentare dazu, die will ich nicht vorenthalten. Benny Schmidt schreibt, so extrem wie in den 90ern wird es nicht werden, aber schlechter wird es bestimmt. Mhm. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen begründen, Benny, was du genau damit meinst. Forces NX schreibt, Apple wird es schlechter gehen, aber es wird bestimmt immer geben. Gibt genug pfiffige Köpfe, hast du ja auch gesagt, die bei oder für Apple arbeiten wollen. Simon Hill schreibt, ich denke, dass es wie in fast jeder großen Firma ein Auf und Ab geben wird. Ich hoffe jetzt erstmal auf ein Auf. Du oder ich? Ja, hier einen noch. Mhm. Alexandra Potter schreibt, deutet das auf eine erwartete Auferstehung von Steve in 2021 hin, wegen des 10-Jahres-Rhythmus. Das wäre sehr schön, aber es wird wohl nicht passieren. Eddie OS schreibt dazu, ich glaube nicht, dass Apple ohne Jobs abstürzt. Immerhin hat es Apple zu einem der populärsten Unternehmen gebracht weltweit. Ja. Oder Kevin Salzmann schreibt, Apple ist ohne Steve Jobs nicht mehr das gleiche wie vorher oder wie vor ein paar Jahren. Dennoch wird unter Tim Cook immer noch alles daran gesetzt, innovativ zu sein. Ja. Dann schreibt Dosenwurst nochmal, Apple braucht wieder eine Person, mit der man die Marke verbindet, zum Beispiel Jonathan Ive. So hat man einen direkten Bezug zur Marke. Ganz genau so sehe ich das eigentlich auch. Ich hatte damals mir auch das so vorgestellt, dass ja möglicherweise ein auch sehr guter Freund, glaube ich, und Mitarbeiter von Steve Jobs, die hatten engen Kontakt, wenn es darum ging, Produkte zu entwickeln, war Johnny Ive immer sehr eng bei Steve. Und wir haben gemeinsam zum Beispiel diese Schreibtischlampe, also diesen iMac als Schreibtischlampe so entwickelt. Und da würde ich auch Potenzial sehen, dass der so die Ideen, die Steve Jobs so mit reingebracht hat oder haben soll, fortführen könnte. Das weiß man nicht. Aber er ist auch nicht so der Outgoing-Typ irgendwie. Ne? Also der kommt nie vor, seltenst vor bei einer Keynote gar nicht eigentlich. Ja, sei denn mal so als Gesprächspartner mit dem Telefon. Ne? Das stimmt. Der wird dann öfter mal angerufen und meldet sich dann mit FaceTime oder so. Ja. Benny Schmidt begründet es jetzt nochmal, was er eben geschrieben hat. Im Bereich iOS geht es jetzt schon etwas herab und die Aktie geht auch nach unten. Also das wäre so aus Bennys Sicht der Grund, warum es schlechter wird für Apple. Bei iOS scheiden sich ja die Geister, reden wir vielleicht auch nochmal kurz drüber, denn das ist ja durch dieses neue Design also sehr zwiegespalten. Wobei ich glaube, es gab ja vorher nichts. Also mit der Einführung von iOS gab es ja im Prinzip noch keinerlei Vergleich. Es gab ja nichts in der Art.
Und jetzt ändert sich iOS radikal. Und das ist natürlich klar, dass die Gemeinde gespalten ist. Ne? Weil man hat das ja, was man hat. Und jetzt kommt was Neues. Früher war alles besser und so. Ne? Aber ich denke auch, es zeichnet sich immer noch dadurch aus, dass alles super funktioniert. Nach wie vor. Ja. Es ist ziemlich viel verändert worden am Aussehen. Ja. Aber das Langweilige sozusagen an iOS ist, dass man sein Gerät aktualisiert und es funktioniert. Ja. Sebastian Ruhl schreibt, von einem Ereignis eine Regelmäßigkeit abzuleiten, ist lächerlich, aber trotzdem, Steve war wichtig. Ja, das sehe ich auch so. Aber ich glaube, im Gegensatz zu, also meine Meinung ist, ich glaube, Apple wird es A immer geben, das sind wir uns aber ja alle einig, glaube ich. Und ich glaube, B, es ist tatsächlich, wird so eine Wellenbewegung tatsächlich immer geben in jeder Firma, weil du kannst doch gar nicht so mega innovativ sein. Es ist ja alles erfunden im Moment. Du musst ja erstmal wieder durchatmen, um überhaupt mal wieder was raushauen zu können. Also von daher gebe ich Apple da gerne Zeit. Und wenn die Aktie sinkt, ist mir das auch egal. Apple hat gerade heute wieder Dividende geschmissen. Ich habe ja eine Apple-Aktie und ich habe 1,71 Euro heute wieder bekommen. Es ist unglaublich. Das kann man nicht für Apps ausgeben. Ja, aber die App kostet 1,79. Verdammt, wäre nicht gereicht. Naja, auf jeden Fall, es ist, glaube ich, schwierig da irgendwie zu sagen, es geht niemals weiter. Das kann man echt nicht behaupten. Besonders gut finde ich eigentlich an den ganzen Telefonen und so weiter, dass es da gar nicht so sehr darum geht, da jetzt die PS-Zahlen so raus nach außen stellen zu müssen, wie es damals immer lief. Zum Beispiel, als Apple ja noch auf Motorola-Chips und sowas gesetzt hat in den eigenen Rechnern und die dann immer vergleichen mussten. Ne? Unsere 800 MHz sind gar nicht so schlecht wie die 2 GHz von Intel. Ach so, und so. Ne? Diese ganzen, dieser Megahertz-Müll, wo es 1000 Werbungen davon gab. Ne? Und teilweise gibt es ja auch diese Apple-Werbung, gab es mit so einer Weinbergschnecke, wo so ein Intel-Aufkleber draufgeklebt war und die kroch dann so durchs Bild. Oh, wie böse. Und dann hat später mit Intel zusammengearbeitet. Ja, ja, klar. Ne? Also das ist das ja. Also ich muss mal kurz übrigens, das ist hier Katzenlockstoff. Funktioniert ja gut. Ja, nun, hallo. Das sind schöne Grüße an meinen Lieblingsuser Bierhefe. Das sind nämlich Bierhefetabletten. Und eigentlich letztes Mal hat das geklappt mit den Katzen. Naja, schauen wir mal. Vielleicht kommen sie ja noch. Ja, lecker, lecker, lecker. Dann, was steht, Apple macht einen Fehler in meinen Augen. Gute Dinge, Ideen, Produkte wie den X-Surf, X-Raid vom Markt nehmen. Das würde ich sagen, ist das Auf und Ab, dass da die Kunden sich heute noch auf neue Sachen suchen muss und somit die, das habe ich nicht ganz verstanden, was du da geschrieben hast, Marcel, könntest du nochmal wieder zum Besten geben. Das ist übrigens genau ein Fall, was wir letztes Mal dank der Hilfe von Martin vermieden haben. Richtig. Also so Sachen, die man erstmal durchlesen muss, um festzustellen, ob man das in die Sendung bringen kann oder nicht. Und dann während des Lesens feststellen, während des Vorlesens. Genau. Das war jetzt irgendwie nichts. Du bist aber ehrlich gesagt, mitleide ich dich auch ein bisschen, weil du die längeren Texte hast. Ich habe ja das Schöne, ich habe mir Twitter ausgesucht, 140 Zeichen, das kann man mal eben überfliegen. Deswegen sage ich, dass Kevin fordert, Johnny Ive soll auf die Keynote-Bühne. Ja. Simon Hill schreibt, nun ja, nach einigen Jahren finde ich es in Ordnung, dass das Design auch mit der Zeit geht. iOS ist gemeint. Und dann schreibt er noch, es wäre auch schlimm, wenn eine Firma nur von einer Person abhängig wäre. Mhm. Das sehe ich natürlich fundamental auch so. Simon macht übrigens Cross-Posting, das gleiche hat er ja auch geschrieben. Ja, Simon, ich so war mir jetzt nicht sicher, ob du das schon vorgetragen hast. Nee, ich, wenn ihr mich für bekloppt habt, weil ich hier die ganze Zeit mit dem Ding rumschicke. Ich glaube, das wird nichts. Mach das auf und stell das hin, die kommen schon. Okay, ich stell's mal auf den Boden. Ja, wir werden gleich überfallen von rechts und zwar links. 15 Katzen, die das alle brauchen. Genau. So, ja, also wie gesagt, könnt ihr ruhig weiter posten, was ihr von dem Apple ohne Steve Jobs haltet. Aber in der Tat sehe ich das auch so, dass eine einzelne Person zwar visionär und auch eine Firma voranbringen kann, aber natürlich nicht, niemand ist unersetzlich. Aber in der Auswirkung natürlich super wichtig, also auch wie Sebastian geschrieben hat, dass er strahlte eine gewisse, also hatte eine gewisse Aura, strahlte etwas aus, was Besonderes. Ja, absolut. Und ist natürlich auch ungeschlagen in der Art und Weise, wie die Keynotes abgehalten wurden. Das sind Sachen, die man sich gerne angeguckt hat, auch toll, was er heute noch sieht. Das ist ja eine Fähigkeit, sage ich mal, zu präsentieren. Ja. Aber ich finde, das kann durchaus auch mal jemand, also das kann man auch lernen, ehrlich gesagt. Ne? Also, ja, klar. Ich finde immer, ich kann nachvollziehen, dass zum Beispiel auf solchen Veranstaltungen natürlich der CEO, also der Oberboss, das Produkt zeigen will. Bei Steve Jobs war das ja eine Herzensangelegenheit. Der war so stolz darauf, der soll es selber machen.
Aber das ist ja inzwischen bei ganz vielen Produkten, nicht nur bei Apple so, dass immer diese Firmenbosse das zeigen wollen. Natürlich, das höchste Tier im Laden. Mhm. Ne? Keiner mag widersprechen. Aber das sind möglicherweise nicht immer die Top-Präsentatoren. Mhm. Ich behaupte ja einfach, die sollten sich einen kompetenten Präsentator einkaufen. Von mir ist auch immer denselben. Kann man ja auch machen. So wie die Boxer, die immer hier, wie heißt er noch, Michael, diesen Ansager. Let's get ready to rumble. Die nehmen immer den, weil sie wissen, der bringt's. Und auf so einer Bühne brauchst du auch immer irgend so eine Rampensau. Mhm. Steve war das, eine ohne Stimme. Frage. Und eine Stimme. Und da muss nicht der Firmenchef daherkommen, nur weil er eben der Firmenchef ist. Gut, also bei Apple und Steve Jobs ist natürlich noch eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Apple gegründet zusammen mit Woz. Und natürlich hat das auch damit dazu beigetragen, dass da eine riesen Glaubwürdigkeit dann steht. Und natürlich, ja, weiß er, was er da vorstellte, wusste genau Bescheid. Und hat eben diese Firma gegründet. Also das ist noch was Besonderes. Ja klar, ne? Das ist auch in Ordnung. Also ich sag ja auch, ein familiengeführtes Unternehmen sozusagen bis zum Schluss. Beinahe, ne? Völlig in Ordnung. Ne? Und er konnte es ja auch. Also es war ja bei Steve Jobs auch in Ordnung. Und hier schreibt nämlich schon Benny Schmidt schreibt wieder, Tim Cook hat so eine komische Stimme. Gut, das ist natürlich auch Geschmackssache und jeder Mensch hat eine andere Stimme. Aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht nur um das Sprechen. Ne? Es geht um die ganze, den Habitus und das Auftreten. Und man merkt ja auch bei den Keynotes, dass er sich oft Leute auf die Bühne holt, eben von den Firmen, die da irgendwelche Spiele vorführen, aber auch aus der eigenen Firma. Das zeigt natürlich auch, dass er natürlich nicht so dick in den Produkten steht, dass er diese Sicherheit hat. Ne? So ein bisschen, was macht da in der Richtung, weil er auch schon länger dabei ist, Phil Schiller. Das ist eigentlich auch ein relativ beliebter Redner bei den Keynotes, bei den Leuten. Auch wenn er so ein bisschen plumpig so rüberkommt, denkt man. Ne? Aber da in die Richtung kann es natürlich auch gehen, ne? dass da mehr kommt von Phil. Hier ist eine Katze, hat den Raum betreten. Vielleicht können wir die schon auf der großen Kamera, sieht man die noch nicht. Ne? Nee. Ingi. Nee, das wird heute nichts. Komm her. Faulen Heinis. Ja, komm her. Also ey, es gibt Leckerlis außer der Reihe, Entschuldigung. So, hier, jetzt aber, da, guck, ne, der feine Herr, mal kurz, mal so richtig Bock, na hopp, das geht. Ja, du musst schon raufkommen. Dabei können wir ja gleich zu unserem neuen nächsten Thema kommen, dass Steve Jobs wohl angeblich mal gemeint hat, man müsse die Pro-Linie einstellen. Ich habe heute auch bei Twitter gelesen, dass einer unserer treuesten Zuschauer geschrieben hat, ja, da ist was dran, denn eigentlich sind auch schon längst die sogenannten Konsumerprodukte wie iMac und Co. eigentlich schon längst Pro-Geräte. Ja, richtig, das habe ich auch gelesen. Dass man also nicht noch eine extra Pro-Linie haben muss. Wenn ich meinen Mac Pro, der unter meinem Tisch steht, mit einem aktuellen iMac vergleiche, dann ist das definitiv so, dass mein Mac Pro wirklich, also ich möchte kein Wort mehr darüber verlieren, also total abloost, ne, dagegen. Und selbst, also neulich war ein Kumpel von mir, der hatte das aktuellste MacBook Pro mit den stärksten Prozessoren. Das ist um Längen schneller, was alle Rechenleistungen angeht. Ja, natürlich, ist doch klar. Aber das ist ja eine normale Entwicklung. Ja, klar. Die Frage ist ja, die Begründung war ja, Pro-Produkte einzustellen, weil das eben nur ein kleiner Markt ist. Und natürlich kannst du mit iOS-Devices, die es dann gab, und eben mit einem Laptop kannst du einfach viel mehr Leute erreichen. Kannst du einfach mehr Geld machen. Ja, aber trotzdem ist so ein Pro-Gerät eben sowas wie das Flaggschiff. Ja, klar. Ja, ne? Also wo man wirklich alles reinhaut, also normalerweise, das wurde in den vergangenen Jahren ja wirklich vernachlässigt worden. Eben, das ist wo man wirklich alles reinpackt, was man an Innovationskraft hat. Und hier auch wieder in diesem Beispiel dieser unbedingte Willen zum Miniaturisieren bei Apple, das schlägt ja, das geht ja immer so. Ich erinnere noch so an wirkliche Fehlleistungen wie diesen Toaster, ne? diesen Ach so. Cube. Ja, ja. Der Stimmt. hat ja auch nur, glaube ich, 2 Jahre oder so war der wirklich produziert worden. Ja. Sah ein bisschen retromäßig aus mit diesem Grill oben und also unglaublich. Ich habe so ein Ding tatsächlich auch mal kurze Zeit besessen. Das war wirklich warm. Man konnte da tatsächlich ein bisschen Brot oben drauf erwärmen. Erwärmen, na gut. Genau. Ja. Naja, also, und jetzt wieder so ein Ding. Sieht tatsächlich so ein bisschen so aus wie das Teil hier, nur ein bisschen größer. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich habe zu Anfang echt geschluckt bei dieser Dose. Ne? Wir haben ja auch unsere Scherze damit gemacht. Ja, klar. Ne? Ist ja auch klar. Aber am Ende finde ich es völlig in Ordnung, dass man einfach mal radikal das Design ändert. Ja, du müsstest das ja als Designer, wo ich das ja immer gerne erwähne, dass du diplomierter Designer bist, du müsstest das da eigentlich sogar gut finden. Also jetzt, ja, also was mir gut gefallen hat, ist, du hast hier noch ein Mac Pro Gehäuse
das ist auch, also das ist ein G5-Gehäuse, glaube ich. Ne? Und ja. Das Mac Pro ist ja genau das gleiche Gehäuse im Prinzip. Ja. Was mir gut gefallen ist, auch die Emulationsfähigkeit von Apple dort, schlaue Gehäuse zu machen, ja, die auch gut aussehen. Zum Beispiel diese Separierung in dem Gehäuse, insbesondere beim G5, sind ja mehrere Kühlstränge eingebaut, wo das Netzteil einen eigenen Lüfter hat und auch nur entsprechend dann, wenn es gebraucht wird, anspringt und Grafikkarte einen eigenen Lüfter hat und einen Lüfterbereich. Und durch die völlig offene Frontseite, die aber nicht offen aussieht, eben dieses Gitter, rückt die Luft einfach so durchströmen kann. Ne? Und auch relativ laut. Beim alten Mac Pro, also im Vergleich zu einem PC-Gehäuse, und in dem Fall darf man das ja mal, weil sie ja sozusagen ähnlich strukturiert sind, du klappst es auf zur Seite und du hast das Board vor dir liegen. Oder in dem Fall hast du, nee, bei den neueren hast du es drin, aber du hast alles leicht erreichbar, du kannst es super einfach auswechseln. Genau. Der Service ist einfach, da hat einfach mal jemand nachgedacht. Während bei so einem Standard-PC-Gehäuse, inzwischen sind die auch besser geworden, aber damals im Vergleich waren die einfach auch doof. Ne? Ja, Beispiel Lüfter ausbauen, ne? Also einfach einen Hebel umlegen, genau, Lüfter rausziehen. Der Stecker ist hinten dran, nicht irgendein Kabel. Ich muss kurz ein paar Twitter-Gedöns-Kommentare dazu sagen. Also zunächst nochmal zu unserem vorherigen Thema mit der Präsentation. Craig Federini ist der momentan kompetente Präsentator, sagt Kevin. XZ sagt, ich glaube, Apple wird sich in Zukunft mit einer breiteren Produktpalette aufstellen müssen. Von teuer bis billig muss alles dabei sein. Mark Bohn sagt, Jobs hat im Konsumerbereich unerschöpfliche Wachstumschancen gesehen. Da scheinen die Pro-Benutzer eben nicht so interessant zu sein. War ein Fehler, sagt er. Mhm. Bei Pro geht es nicht nur um die Hardware, sagt Milchkuh, sondern wo bleibt zum Beispiel Aperture 4? Heißt Aperture, ne? Ich kann das immer nicht aussprechen. Aperture. Sascha Herzog sagt, Apple Steve Jobs wusste schon lange, dass sterben würde und hat die Firma nach seiner Zeit vorbereitet. Ja. Auch das ist richtig. Die, jetzt wieder zu der Abschaffung der Pro-Linie. Die Frage ist ja aber, die ich mir stelle, und das hat mir auch so ein bisschen, wächst das nicht wie so alles zusammen? Ich meine, du kannst doch ein MacBook Pro auch zum Daddeln verwenden und eben als sagen wir mal, Grafikdesigner. Also im Grunde ist es doch egal. Genau, also dennoch, also es ist klar, dass wir finden das auch gut, dass es so eine flache Linie gibt. Also es gibt die Geräte, die haben ihre Daseinsberechtigung und man kann sie sofort identifizieren. Sie haben einen ganz spezifischen Namen. In der letzten oder vorletzten Sendung haben wir ja auch darüber gesprochen, dass man Asus Notebook irgendwie niemals erkennen würde. Ne? Also man wüsste nicht, welches Modell man da gerade meint. Wenn ich habe ein Asus Notebook. Und deswegen sagen alle, ich habe ein Asus, aber was für eins, keine Ahnung. Weiß ich. Nur die Freaks gibt das dann auch nicht mehr, weil es werden nur drei hergestellt, dann gibt es schon 10 neue Modelle. So ähnlich ist das. Ne? Aber was ich meine, ist auch bei Autoherstellern so, alle haben irgendwie so ein Flagship-Teil. Ja, natürlich, klar. Und da, wo Mercedes hat einen 12-Zylinder irgendwann mal entwickelt, ne? Und der muss irgendwie präsentiert werden. Motto, wir bauen das, weil wir es können. So. Oder sie nehmen dann eben an der Formel 1 teil, zu sagen, wir haben die Motorleistung, das Beste vom Besten, vom Allerbesten. Und alles andere färbt davon ab, sozusagen. Und deswegen finde ich das auch wichtig, also nicht nur, weil ich es gerne benutzen möchte und davon auch also relativ viele Hoffnung darin setze, dass das gut läuft, das Teil, sondern dass das für eine Firma insgesamt gut ist, auch für die Analysten. Deswegen haben sie natürlich auch den Mac Pro schon ein bisschen frühzeitig vorgestellt, sehr frühzeitig, um mal ein bisschen wieder was für die Aktienspekulanten zu tun, ne, und irgendwas für den Börsenkurs. Dass da bemerkt wird, nein, wir machen innovativ weiter, wir entwickeln was, wir stellen was in den USA her, etc. etc. Deswegen ist es so unheimlich wichtig, so ein Top-of-the-Line-Produkt zu haben. Unbedingt. Und das wird ja wieder kommen. Es war halt aber eben, man merkte, und das hast du zu Anfang gesagt, ich hoffe natürlich und wünsche mir das auch für dich natürlich, so sehr wir ja auch immer darüber scherzen, dass dieses Mal mit der Einführung dieses neuen Pro-Modells auch die Pflege, also die Modellpflege wieder besser stattfindet. Das also meinetwegen, es muss nicht im Jahresrhythmus sein wie bei den anderen Modellen, aber dass durchaus das Ding betreut wird. Ne? Dass so, sag ich mal, gerade Firmen, du kaufst dir ja so ein Teil nicht jedes Jahr, weil du setzt ja in der Regel über, ich glaube, inzwischen sind es 3 Jahre, setzt du so ein Ding ab. Das heißt, nach 3 Jahren könntest du dann aber auch ein Update geben oder sagen wir nach 2,5 Jahren. Mhm. Das würde ich mir sehr wünschen, dass die nicht wieder, zum Beispiel die alten Pros haben nie mehr USB 3 gekriegt und sowas ist einfach blöd. Aber es ist bei Apple natürlich automatisch auch ein bisschen
sehr, sehr, sehr stark an das Design, ans Aussehen, ja, in dem Fall, also nicht das Design als solches, sondern das Aussehen. Wie sieht es optisch aus? Sehr stark daran geknüpft. Und deswegen hat Apple Schwierigkeiten, auch in so einem Gehäuse, was ja unheimlich gut entwickelt war, Neuigkeiten zu präsentieren. Und das deswegen haben sie es wahrscheinlich auch gar nicht erst gemacht. Stimmt. Neue Grafikkarten oder dergleichen. Stimmt. Guck mal eben kurz wieder rein. Werner Kraus schreibt, dass die komplette Preispalette abgebildet sein muss, von teuer bis billig, finde ich nicht. Porsche hat auch keine billigen Modelle. Das stimmt, das widerspricht natürlich ein bisschen, was du jetzt sagst, aber ein Flagship muss es dann trotzdem geben, der ist dann noch besonders teuer sozusagen. Ja. Ich bin auch übrigens sehr gespannt, was er kosten wird. Der neue Alexandra Potter schreibt, der neue Mac Pro ist der erste, eine Mülleimer-ähnliche Gegenstand, aus dem man etwas herausholen will. Sehr gut. Benny Schmidt schreibt nochmal, Apprecha spricht man wie Apprecha mit Betonung auf dem A. Weiß ich dank Portal und Apprecha Science. Okay, vielen Dank für die Aufklärung. Ich werde wieder bestimmt nachher in den Kommentaren als unwissender, voll dämlicher Moderator. Genau. Aber das kann ich mitleben. Er hat es jetzt auch noch auf die Laufschrift geschrieben. Er müsste gleich auch noch mal kommen, da oben. Zum Beispiel Leo Dorian schreibt jetzt, Jesper, ich kaufe dir dann gerne das Gehäuse deines Pros ab. Ich baue Nachttische aus Mac Pros. Interessant, würde ich gerne mal ein Foto von sehen. Ja, schick mal ein Foto. Schick mal Foto. Ich habe auch noch so ein altes. Ja. Wobei, wie gesagt, den G5 werde ich ja irgendwann noch mal zum PC umbauen, so hart es vielleicht den einen oder anderen treffen mag. Aber dann hat er wenigstens wieder fixe Hardware. Mein G5, den habe ich auch an einen Kumpel verkauft. Der ist jetzt auch ein PC. Ist aber mein Mac Pro, der wird natürlich nicht verkauft. Nein, der wird in meine Renderfarm integriert und muss dann nochmal 3 Jahre geknüppelt. Werde ich so schnell nicht ergeben. Ich habe ja übrigens, das sieht man jetzt zwar nicht, aber Kerstin bedient ihn die ganze Zeit, einen iMac aus dem Jahr 2012. Also den ohne Laufwerk. Und ich bin sehr zufrieden damit. Muss ich sagen, mit Fusion Drive ist das Beste, was ich bisher hatte an PC-Hardware. Das habe ich bei dem vorherigen auch schon gesagt. Aber es ist ja wirklich so. Also irgendwann reicht es nicht mehr. Und hier insbesondere ist Michael dann aufgefallen, als wir immer mit Final Cut die Sendung die Sendung aufbereitet hat, da stieß dieses Gerät jedenfalls schon manchmal so an die Grenzen. Ja, ich kann dir auch genau sagen, warum. Wir zeichnen auf einer SSD diese Sendung. Und diese SSD habe ich dann per USB 2.0 in den Rechner kopieren müssen. Und das ist ein File von 90 GB immer so oder auch ein bisschen mehr, je nach Länge. Und das dauert. Und mit Final Cut Pro bist du dann, da habe ich die ganze Nacht dran gesessen. Ne? Und immer möchte ich auch mal wieder schlafen irgendwann. Also, vergesst es. Genug intern geredet. Also, wir sind der Meinung, oder du hauptsächlich, ich aber auch, dass es die Pro-Linie weitergeben wird, eben diese Flagship-Geschichte. Aber es gibt auch eine Entwicklung, muss man schon sagen, auch bei der Software, dass Apple es verstanden hat, eigentlich Pro-Software, wie zum Beispiel Logic Pro, da steht ja schon im Namen drin, oder Final eben auch Cut Final Cut, Pro. So zu gestalten. Apprecha aber nicht, das steht nicht. Aber da, dass es sozusagen in die Richtung geht, dass auch normale Anwender damit umgehen können, auch kostenmäßig, also sowas bezahlen können. Wenn man sich überlegt, was ein Final Cut früher mal gekostet hat. Allerdings, ja. Und jetzt im Download irgendwie was bei 280 Euro. Also der mit den vergünstigten iTunes-Karten, die es bis heute bei einem Drogerieladen gab, hätte man es billiger kriegen. Genau. Auf jeden Fall schafft es Apple, auch solche Sachen gut zu gestalten, auch Software zu machen, die dann eben vielleicht den Pro-User nicht mehr so gut gefallen, aber trotzdem Pro-Geräte, Pro-Software noch sind. Interessante Theorie zum Abschluss dieser Themenrunde von Simon Hill. Vielleicht wird das iPhone 5C ein Pro-Modell für 3.000 Euro und nicht ein günstiges iPhone, wie alle denken. Du meinst bestimmt das iPhone 5 Gold, was heute auch zu das ist eine der absurdesten, aus 24-karätigem Gold. Ja, das ist eine der absurdesten Meldungen, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Nein, das stimmt natürlich nicht, aber ich mache da auch der Redaktion gar keinen Vorwurf, denn die berichten ja nur chronistenpflichtmäßig. Mhm. Ich will das kurz aufrufen, die Webseite. Also ein goldenes iPhone, kannst du mal den Laptop draufschalten, Kerstin, das wäre so nach der Theorie jetzt so die aktuelle, künftige iPhone-Produktreihe. Schwarz, Weiß, Gold oder Gelb, wie du es vorhin sagst. Das ist so absurd. Warum? Dann könnte man auch schwarz-weiß-grün machen können oder blau. Ich glaube, das Gelb wird erstmal ausgeliefert, solange bis die Probleme bei dem weißen Modell in den Griff kriegen. Früher immer der Fall. Die haben sie doch gelöst. Naja, man weiß es nicht. Also das fand ich wirklich absurd.
XZ schreibt übrigens noch zu dem Thema Porsche, weil wir gerade gesagt haben, Porsche hat auch keine billigen Modelle. Die schreibt, Porsche gehört aber zu einem Konzern, der alles abdeckt, mit VW, Skoda und Seat, Audi, teuer bis billig. Genau. Stimmt eigentlich. Aber Apple, ja gut. Apple ist sozusagen der Porsche das Flaggschiff des gesamten VW-Konzerns sozusagen. Ja. Naja, wobei, bei Apple gibt es ja auch nicht nur Pro-Produkte. Man muss ja auch sagen, das MacBook Air ist ja zum Beispiel inzwischen zum Einsteigergerät geworden. Ne? Ja, das kannst du ja schon mit ein bisschen Glück für unter 1.000 Euro kriegen. Dosenwurst schreibt noch eben, Michael, ist dein iMac ein 21,5 oder ein 27 Zoll? 27? Ist ein 27 Zoll mit 3 Terabyte Fusion Drive. Gekauft übrigens im Apple Refurb Store, den ich sehr empfehlen kann. Dort gibt es wieder aufbereitet, das klingt ein bisschen doof, aber ist tatsächlich so. Also Garantiefälle, die von Apple wieder repariert und in den Auslieferungszustand hergestellt werden. Und dies ist kein Unterschied zu einem Neugerät. Aber in diesem Fall 600 Euro billiger. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Solltet ihr mal gucken, da gibt es auch einiges. Derzeit gerade günstig im Angebot Time Capsules. Eine 3 Terabyte Time Capsule für 299 Euro ist ein Schnäppchen. So, Apple, da kriege ich noch Provision. Ach, habe ich ja heute gekriegt, 1,71. Stimmt, hatte ich ja vergessen. Nächstes Thema steht hier auf dem Tableau. Ja, ich muss kurz gucken. OS X im Flat-Design. Richtig. Kaum war das Flat-Design auf dem Markt, habe ich nämlich schon für mich gedacht, hoffentlich kommen Sie nicht auf die Idee, das auch im normalen Betriebssystem einzubauen. Dabei sind Sie dann jetzt schon längst auf die Idee gekommen, das zu tun. Ja, dummerweise, ja. Logischerweise. Das ist, wäre ja auch nur konsequent. Ne? Ich zeige mal kurz. Es gibt da sozusagen, Apple selber hat es natürlich nicht gemacht. In Mavericks wird es wahrscheinlich nicht eingeführt, aber es gibt eine Konzeptstudie dazu. Die Bilder sind leider etwas klein, aber vielleicht können wir sie trotzdem mal eben zeigen. Ja, das ist noch nicht so aussagekräftig. Ups. Moment. Ich wollte eigentlich. Das. Toll, ich kann ja mit diesem. Ah. Das wollte ich zeigen. Ja. Das wäre, wenn ich richtig sehe, das Foto, die Foto-App. Ein absolutes Durcheinander. Das also würde genau stimmen. Furchtbar. Das passt genau mit dem Da hat das ja hergenommen. Ne? Ja, ja, genau. Aber ich finde, Flat Design unter, da muss ich mich schon sehr dran gewöhnen unter OS X. Also die Fenster könnte ich mir schon fast vorstellen, dass es klappt. Oder hier nochmal die Mitteilungszentrale. Ja, so, da kann man es nochmal deutlich kommen. Gehen. Das wird mit Sicherheit. Gut, das ist okay. Damit kann ich leben. Und also auch diese sehr, sehr dünnen Schriften, das habe ich ja schon gesagt. Also das wird Einzug erhalten auf den Geräten, weil ja auch immer mehr Leute Brillen tragen. Displays immer hochauflösender werden und man solche Schriften einsetzen kann. Früher konnte man die ja gar nicht einsetzen. Du meinst, weil die jetzt die Geräte auch Retina-Displays bekommen? Genau, also jetzt kann man diese Schriften einsetzen und sie sind lesbar. Ne? Und das früher ging es ja, nicht. Das ging aber nicht. Bei einer schlechten Auflösung konnte man keine dünnen Schriftschnitte. Einen kurzen Schreck habe ich bekommen. Man kann sich das nämlich schon angucken. Es gibt ja iCloud Beta und da hat man schon angefangen umzustellen auf das Flat-Design. Ergibt aber Sinn, weil der iCloud ja hauptsächlich auch mit den mobilen Geräten verklöppelt ist. Und insofern macht das schon Sinn, dass man das so machen kann. Ich habe mir das wirklich angeguckt auf der Webseite. Hier dieser Hintergrund mit diesen Bobbles, der wabert tatsächlich auch noch. Ne? Also es ist wirklich wie auf dem Telefon. Und das wird definitiv kommen. Du siehst auch hier in dem Fall dieses Pluszeichen da ganz fein. Feine Schrift. Dieses hier, ne? Genau. Und ehrlich gesagt, ganze Form ist sehr hell und sowas wird alles kommen. Das ist total scheiße. Ich hatte ja eben schon, dass ich die Website vergrößern musste, damit ich es überhaupt richtig lesen kann. Und das wird ja immer mehr kommen. Ja. Also gut, diese Schrift kann man lesen, aber ich finde das doof, ehrlich gesagt. Nicht, weil ich das Design doof finde, aber an einem Rechner möchte ich gut lesen können. Und dann wirst du dir wohl doch noch ein Retina iMac dann kaufen müssen. Weil du sonst das Betriebssystem nicht mehr benutzen kannst, weil man nichts mehr entziffern kann. Wobei, man muss dazu sagen, Apple-Betriebssysteme waren schon immer sehr komfortabel für Menschen mit Handicaps einzusetzen, mit Sprachausgaben, Spracheingaben. Ist alles voll integriert, man braucht es nur anzuschalten, zack. Ja, also das ist schon gut. Ja. Von daher habe ich dann doch nicht mehr so viel Angst. Genau, musst du einfach so umstellen für Sehbehinderte, dann kannst du doch wieder lesen. Schwarz-Weiß und so dicke, fette Schriften. Ja, also warten wir es mal ab. Wann wird denn das kommen? Wird es denn schon mit Mavericks kommen? Nein, nicht. Gehe ich eigentlich nicht von aus. Nee, ich gehe davon also nicht aus. Also dann mit,
mit dem nächsten, also Maverick, man muss jetzt erst 10.9, wird es dann möglicherweise ein 11.0 geben. Das wäre ja für mich so eine Änderung, wo man sagen kann, da können wir jetzt mal vorne die 10 ersetzen durch eine 11. Genau, so, ich gehe davon aus, dass man jetzt erstmal die Erfahrungen sammelt mit dem breit angelegten Beta-Test mit iOS 7 sozusagen. Ne? Also viele, viele, viele Millionen Geräte, wo die Leute sich an dieses Design gewöhnen und damit arbeiten und dann sagen vielleicht, oh, das ist totaler Mist, oh, das geht. Also wir haben es ja nun auch schon auf den Handys wegen des Developer-Accounts. Ich muss sagen, sehr stabile Version mittlerweile. Ja, die 6. Beta heute Morgen erschienen. Sehr, sehr gut. Man kommt auch ganz gut klar mittlerweile. Man hat sich tatsächlich schon ein bisschen dran gewöhnt. Und wie gesagt, damit wird man testen, wie so ein Interface funktioniert und wie viele Klagen da kommen werden. Und dann, wenn es soweit ist, wird es mit Sicherheit auf das Betriebssystem übertragen werden. Ja. Man kann sehen, was für eine Evolution auch die Windows-Betriebssysteme durchgemacht haben. Die sind diesen Weg schon gegangen. Das stimmt, die haben das Flat Design. Schreibt übrigens hier auch Stopfarsch. Windows 8 ist ja auch Flat Design. Und ich finde, man gewöhnt sich schnell dran und es sieht moderner aus. Ja, das stimmt schon. Gut, aber wenn es nur darum geht, moderner auszusehen und dabei wird außer Acht gelassen, dass es auch noch funktional sein muss, dann wird es schwierig. Wobei Apple immer Wert auf Optik legt. Immer. Klar, ne? Optik, also aber Funktionalität ist immer, steht nicht, ich würde nicht sagen, hauptsächlich im Vordergrund, aber es steht also im Vordergrund eigentlich, dass es funktioniert. Also mit den ganzen Finder-Ansichten, Spalten, Durchblättern etc. Ja. Und Windows oder Microsoft ist einen ziemlich radikalen Weg gegangen, auch mit diesen Kacheln und Teilen. Wobei sie das ja angeblich durch aufwendigste Usability-Studien ermittelt haben. Die haben so einen japanischen oder chinesischen, ich glaube einen japanischen Designer extra dafür eingekauft, der das dann rausgefunden hat, ne, dass das die optimale Bedienoberfläche wäre. Gut, also das haben viele, Entschuldigung, das noch zwischendurch, viele natürlich. Experten verneinen das ja. Ja, ja, das ist klar. Zum Beispiel, wenn man jetzt so ein Windows-Tablet sich anguckt und ein iPad, dann sagen alle Testkandidaten, welches Gerät wird einfacher zu bedienen sein? Natürlich das iPad. Ja, klar. Das ist viel, viel einfacher zu bedienen, momentan mit dem aktuellen iOS 6, muss man dazu sagen. So, es ist 21.45 Uhr, wir sind quasi am Ende, aber wir haben natürlich noch ein bisschen was. Ich will kurz noch die ganzen Tweets vorlesen, die wieder gekommen sind. Sebastian schreibt, habt ihr Steve irgendwann mal mit etwas Goldenem gesehen? Nein, das wagt Apple nie. Okay, Sebastian, wir zitieren dich. Bekommt Mavericks auch eine Art Diebstahlfunktion wie iOS über iCloud? Bei MacBooks interessant, gibt es ja schon. Find My Mac geht auch. Dann nochmal Sebastian, der schreibt, die ganz dünne Helvetica ist ja dank des Vetos von Erik Spiekermann aus iOS wieder rausgefallen. Danke, Erik. Und dann schreibt noch Benny Schmidt, Windows 8 sieht aber im Gegensatz zum iOS Flat Design gut aus. Soweit die Tweets für heute. Jetzt kurz noch zur Keynote. Genau. 10. September wird es höchst und sehr wahrscheinlich eine Keynote geben von Apple. Da werden wir das neue iPhone. Allerdings ohne. Richtig. Es wird eine Keynote-Sendung geben, ohne mich. Das hat konkrete Gründe. Ich bin auf der IFA und komme da auch nicht weg. Die ist nun mal vom 6. bis 11. Und da hat Apple eben Pech gehabt, wenn sie das während der Keynote machen. Dass die das auch nicht wissen. Aber das bewährte Team aus Kerstin und Jesper wird dabei sein. Es wird vermutlich auch der Daniel wieder da sein und ein Gast, den wir heute noch nicht verraten. Also ihr kriegt weiterhin die Kompetenz und natürlich das gesamte Redaktionsteam wird arbeiten. Und es wie wird verrückt werden wir alle arbeiten. Und es wird eine tolle Keynote-Sendung geben, wahrscheinlich eine viel bessere, als wenn ich dabei bin. Vielleicht, wenn es klappt, machen wir noch eine Schalte nach Berlin. Auch das mal sehen. Wir können wir mal sehen. Auf jeden Fall. Also, 10. September schon mal, das ist ein Dienstag, schon mal im Kalender anstreichen. Wenn alles gut geht, wieder von 18 bis 21 Uhr live hier bei uns auf diesem Kanal. Dann wollte ich noch sagen, ein Webfundstück. Also, Handy der Woche, heute zum letzten Mal übrigens, weil ich kann das verstehen, ich habe leider immer sehr viele Handys, die eben, wo die Akkus leer sind und nicht mehr gehen. Und ich möchte eins noch zeigen und damit ist das dann beendet, diese Serie. Und das Wasser. Derweil schenkst du das Wasser ein. Das ist das Siemens S65V. Ein Handy aus der Zeit, als Siemens durchdrehte, was Handys angeht. Die fingen dann irgendwann an, ihre schönen, stabilen Betriebssysteme mit immer mehr unsinnigen Funktionen vollzupacken. Es hatte auch eine Kamera dann inzwischen mit einem, mit einem Blitzring drumherum. Immerhin noch ein Antennenanschluss. Ach du Schande, jetzt ist aber richtig mal daneben gegangen. Eins der letzten Siemens-Handys, die noch gut waren. Es wird nass. So.
Damit sind wir durch. Ich langsam fertig damit. Soll ich dir noch? Ich kann dir auch noch mal was. Ich habe mich eingenässt. So, der inkontinente Jesper. Nein, jetzt noch das Letzte, nämlich ja, der, wir wollen also, wir haben das letzte Handy jetzt ja gezeigt aus der Serie, das ist hiermit abgeschlossen. Wir haben deswegen eine neue Serie aufgelegt, und zwar das Webfundstück der Woche. Man kann es auch als Surftipp bezeichnen, aber wie auch immer. Und zwar habe ich eine Seite gefunden, oder auch viele Seiten, und wahrscheinlich kennt ihr sie auch schon, aber ich möchte es trotzdem zeigen, weil ich so beeindruckt war. Die nehmen sich Schwarz-Weiß-Fotos, wie in diesem Fall, die von Liz Taylor. Elizabeth Taylor, danke Kerstin, ich hatte gerade den Namen, ich will immer einen anderen Namen sagen, machen in Handarbeit die Farben da rein. Das ist ein Schwarz-Weiß-Foto, so ist es fotografiert worden, und herausgekommen ist nach der Handarbeit diese Version. Ich war also extrem beeindruckt, das sieht aus wie ein Farbfoto, und das ist per Hand nachkoloriert worden. Und dafür gibt es, oder davon gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Teilweise, wenn die Fotos sehr alt sind, sieht man es natürlich schon, weil es auch, ne, es ist sozusagen im Gehirn drin, das kann nicht Farbe sein. Aber es sind da Fotos bei, wo man denkt, das muss so aufgenommen worden sein in Farbe. Es ist eine sehr tolle Arbeit. Und den Tipp als Link stelle ich nachher noch unter den Artikel, dann könnt ihr mal gucken. Das war unser Webfundstück der Woche, das war die Sendung, die Apfeltaufe. Ich muss unbedingt noch einen Kommentar vorlesen. Ich bitte darum. Von Yves Röbel. Er sagt, ich bin auch nicht dabei. Irgendeiner hat in dieser Woche Wellnessurlaub gebucht. Ja, ja, so geht das nicht. Oder irgendeine. Ja gut, dann müssen wir die Sendung absagen, wenn Yves auch nicht dabei ist. Okay, aber Kerstin ist auf jeden Fall dabei. Kerstin, haben wir eben nochmal gesehen. Ich sage schon mal vielen Dank, Kerstin, für deine, wie immer, hervorragende Bild- und Ton- und Technikregie. Ohne dich ginge das gar nicht. Vielen Dank, Jesper. Ja, bitte. Und damit sind wir für heute zu Ende, aber wir sehen uns ja nächste Woche schon wieder. Macht's gut und danke für den Fisch.